Nach Corona-bedingter Pause fanden im Stadtmuseum erstmals wieder die Präsentationen der vorwissenschaftlichen Arbeiten statt. 5 Schülerinnen und Schüler der AHS Bruck hatten die Gelegenheit zu zeigen, womit sie sich nun 1,5 Jahre lang beschäftigt haben. Das ist ein wichtiger Baustein, eine wichtige Säule der Reifeprüfung als Vorbereitung für den tertiären Sektor, für die Universität, damit man hineinschnuppern kann, was heißt wissenschaftliches Arbeiten, vorwissenschaftliches Arbeiten. Und ich freue mich auf die Experten der 8. Klasse und wird ein toller Abend. Von der Stromerzeugung am Mars bis hin zum Logodesign. Die Themen der Arbeiten sind sehr vielseitig. Also ich habe mir vorher auf Englisch verfasst über Trump und den Rassismus in den USA und welchen Einfluss er vielleicht darauf gehabt haben könnte oder auch nicht. Musik als Propagandamittel im Nationalsozialismus. Über die Entwicklung vom elektronischen Sport, kurz E-Sport. Und wie ist es Ihnen beim Verfassen der Arbeiten ergangen? Eigentlich sehr gut. Am Anfang waren einige Problematiken da, da eigentlich sehr wenig Literatur in Bezug auf das Thema vorhanden war. Aber ich habe dann versucht, mit Vergleichen auf die Erde das richtig darzustellen und das ist mir, denke ich, einigermaßen gut gelungen. Ich habe es eigentlich sehr spannend gefunden. Es war nur ein bisschen schwer, weil es ist so ein großes Thema. Man braucht ein bisschen eine Zeit, bis man sich einliest und wirklich auswählt, was man in seiner VBA haben will. Also für mich persönlich war es ziemlich schwer anzufangen, da ich halt nebenbei meine Uni-Bewerbungen für Amerika gerade gemacht habe. Aber im Endeffekt war es eigentlich ziemlich okay. Also es war nicht so schlimm.